Was geht ab? Herzlich willkommen aus einer der kleinsten Großstädte in Deutschland und beziehungsweise in NRW, kreisfrei in Bottrop. Dies ist eine Innovationsstadt, eine Modellstadt und verfügt über einen komischen Bahnhof. Das ist der Bahnhof von Bottrop. Ich finde ihn ziemlich komisch, aber gleichzeitig auch nice. Obwohl das hier eine Großstadt ist, das heißt mehr als 100.000 Einwohner, ist dieser Bahnhof provinzwürdig. No front. Hier haben wir dann den Bahnhofsvorplatz, auf jeden Fall sehr gut. Kaum Geschäfte. Das sind die Bottropper Szenen. Willkommen in der Innovationsstadt. Es liegt Schnee, das macht es sehr schön. Und hier ein Relikt an die alte Vergangenheit. Die Zeche Prosper Haniel in Bottrop prägt so lange Zeit die Stadt und prägt sie immer noch. Hier gibt es einige Sachen aus der Industrialisierung. Dennoch sollte man die Stadt nicht darauf reduzieren. Wir werden noch gleich was anderes sehen, ich verspreche es euch. Willkommen in der Innovations-City Ruhr. Für alle, die mir nicht geglaubt haben, das ist eine Modellstadt und die ist sozusagen, ja, modellhaft, repräsentativ für das Ruhrgebiet. Bis jetzt auf jeden Fall ziemlich nice, entspricht meinem Geschmack, aber wir wollen auch was anderes sehen. Ein sehr geiler Park hier, der Ehrenpark, absolut Ehre. Und ja, ziehen jetzt langsam hier Richtung Innenstadt und es wird immer mehr städtischer. Großstadt würde ich, wir werden sehen, was mich dort erwartet. Der Ehrenpark auf jeden Fall ziemlich lustig, recht groß. Gefällt mir, kann man mit arbeiten, denke ich. Wir werden sehen, was mich erwartet. Okay, ich sag's. Oder ich sag's nicht. Wir werden es gleich sehen. Auf jeden Fall, let's go in die Altstadt. Hier, bei dem Postberghaus, was relativ nice ist, in einer kleinen Seitenstraße nahe des ZOBs. ZOB auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr Verkehr als beim Bottroper Bahnhof, finde ich eine schöne Statue von so einem kleinen, dicken Mann. Wer sagt mir, wer das ist, bitte in die Kommentare. Steht leider hier keine Tafel oder ich kann sie nicht sehen wegen dem Schnee. Bisschen glatt, ein bisschen rutschig, ja, aber halt viel Schnee hier gewesen, was auch mal ziemlich cool ist für den Ruhrpott. Ja, Bottrop, das ist halt der Norden vom Ruhrgebiet schon, grenzt an Gladbeck, an den Kreis Recklinghausen, ist halt so diese Ecke da, wenn ihr versteht, so nördlich von Essen, westlich von Gelsenkirchen und so. Gut, das ist sehr, sehr nice hier, mal gucken. Ich erwarte was jetzt hinter dieser Ecke. Ich erwarte etwas. Mal sehen. Was wird mich jetzt hier erwarten? Oh, aber hallo, das Rathaus. Sehr nicer Bau. Historismus, ne? Gefällt mir aber richtig prachtvoll. Kleine Perle entdeckt. Absolut wild. Ja, yes. Super. Nice. Unten die Arkaden, richtig geil. Großer Platz. Das ist schon einer der prachtvollen Rathausgebäude. Hier in der Innenstadt. Eine Kirche, evangelisch. Und daneben ein repräsentatives Bau. Naja. Ihr wisst schon. Ich gehe jetzt Richtung Rossmarkt. Pferdemarkt. Ja, das war dann der Platz, wo damals, früher in Bottrop, die Pferde sozusagen verkauft wurden. Was ja schon der Name bestätigt. Also zu Bottrop. Es ist auf jeden Fall eine Stadt, die ein wenig Ruhrgebietscharakter hat. Dennoch repräsentative Bauten oder krasse Bauten aus der Belle Epoque. Jugendstil, wilde Architektur und ein krankes Highlight, was überregional bekannt ist. Das wird auch noch kommen. Also eine Innovationsstadt, modellhaft. Auf jeden Fall, ich finde es einen anderen Vibe als im restlichen Ruhrgebiet. Hier das Denkmal dann für den Pferdemarkt. Und seht euch mal das an. Belle Epoque,
Die Vibes, die kommen hoch. Ja, das sind Straßenszenen, nice. Die Apotheke ist absolut geil. Gönnt euch mal das. Und dahinter dann diese gotische Kirche. Neugotisch. Gefällt mir unnormal. So, da seht ihr das Alpine Center. Da kann man Ski fahren. Teile von Zeche Prosper Haniel. Und jetzt eines schon der Highlights. Die Tritesima-Treppe. 300 Stufen. Pure Treppen. Und das hier auf einer alten Halde. Richtig nice. Da das Industriegebiet, das Ruhrgebiet, wie es lebt. So habt ihr es durch euch doch die ganze Zeit vorgestellt. Und ich sage, diese Halden, die sind halt von der alten Förderung dann aufgeschüttet worden mit dem Schutt aus dem Tiefbau. Und dann hat man das einfach hier jetzt renaturiert, beziehungsweise hier einfach der Natur überlassen. Und jetzt sind daraus dann diese Halden entstanden. Und da ist es, das Tetraeder. Und damit meine ich kein Silikat, keine Silikatstruktur, nein, das Tetraeder. Eine Aussichtsplattform hier auf dieser Halde, 50 Meter. Was für ein Panorama, was für ein Ausblick. Die Stadt Bottrop mit über 100.000 Einwohnern, hier 30 Meter ungefähr geht es nach unten, weil natürlich kann man nicht ganz nach oben gehen, wie das Tetraeder hoch ist. Es ist nichts für Leute, die Schwindel haben. Man muss schon schwindelfrei sein. Der Wind, der peitscht dir ins Gesicht. Gladbeck, andere Halden, Richtung Recklinghausen, der Blick Gelsenkirchen. Sehr nice. Gefällt mir unnormal. Bottrop Boy. Was mache ich jetzt hier? Kleines Fazit. Bottrop ist auf jeden Fall eine Stadt, die sich wirklich lohnt. Für alle Arten von Menschen. Für Leute, die Industrie mögen. Wir haben die Zeche Prosper Haniel. Es gibt für Sportler was. Wir haben die Ski. Wir haben eine Skistrecke. Und das Tetraeder für Familien. Sowie Kultur in der Innenstadt.